Hallo meine Freunde und herzlich willkommen. Ich begrüße euch zu einer neuen Folge The Forest mit packender und spannender Action zusammen mit dem Paraderos. Viel Spaß dabei! Du bist zum Erweiterung gekommen. Ja, oh, ein Eichhörnchen. Bleibt da stehen. Oh, ein schönes Eichhörnchen. Leckeres Eichhörnchen. Oh, fast. Hä? Verarsch mich nicht, Eichhörnchen. Dankeschön. Brauchen wir jetzt eigentlich nicht. Ich finde die Köpfe ganz cool von denen, aber den schleppe ich jetzt nicht mit. Das hört sich an. Oh, Bambis. Irgendwie, also, ich verstehe das nicht, Mann. Die sind sonst nie so weggelaufen. Ja, wir spielen jetzt realistisch. Blödes Bambi, bleib jetzt stehen. So, damit habe ich jetzt drei. Wir brauchen noch mindestens eins für ein Bett. Also vier Stück insgesamt brauchen wir für ein Bett. Besser wären natürlich zwei Betten. Wollen uns ja eigentlich keins teilen, ne? Geht's auch auf Bambi. Also auf jeden Fall gibt es hier ordentlich welche. Wie wählt man denn eigentlich die Sportpfeile aus? Das Problem habe ich nicht, ich habe keine normalen. Ich baller die einfach weg, die normalen. Gibt es nicht einen Pfeileköcher oder so? Ja, gibt's auch. Kannst du dir aus Hasenfellen machen. Gibt dann auch noch Pfeilkörbe für zu Hause und so ein Quark. Ich glaube, wir haben die Bambis gerade alle verscheucht, kann das sein? Oh. Bambi. Hallo. Lauf nicht weg. Hier ist ein Bambi. Bleib stehen. Du stehen, Bambi. Alter! Wie die auch einfach wieder despawnen, ne? Habe ich die Schnauze voll. Da lassen sich Hasen ja besser jagen im Moment. Oh mein Gott. Jetzt kommt menschliche Hasen. Oh. Wo bist du? Warte. Auf dem Weg zu dir. Ah, alles vier klar. Stück sind hinter mir her. Boah. Ich glaube, du hast sie abgeschüttelt. Ich habe sie abgehängt, oder? Ich glaube, ja. Ich habe es gemacht wie Jesus und bin im Dicklicht verschwunden. Wie ist das hier alles zu dicht? In jedem Busch kann irgendwas rausspringen. Oh, Bambi. Bambi. Rot. Treffer. Und jetzt haut ab mit meinem Pfeil. Ich sehe doch, wie der Pfeil da noch drin ist. Alter, wie schnell die weg sind. Kommt da gar nicht hinterher. Das gibt's doch nicht. Bin ich irgendwie auf schwer oder irgendwas gestellt? Das kann doch nicht wahr sein. Die haben zwei Pfeile bei mir in der Hobobacke hängen und glaubst du, das bleibt stehen? Nein.
Wir sollten uns zusammentun. Direkt mit zwei Pfeilen schießen. Wo ist der Fisch hinterher rennen? Das hat drei Pfeile in Tuss. Weg, wa? Da ist nein, eins. Nein, nein, stopp, da drüben. Ja, oh. Ich hab's gesehen. Ah, hier sind Fische. Ich hole ein paar Fische in der Zeit. Läuft hier vor mir. Ah, jetzt ist es wieder weg. Tot. Perfekt. Du musst ein paar Pfeile noch drin haben, oder nicht? Ja. Jetzt ist mir die Frage... Ich nehme die einfach mal raus, weil ja, ja. Da stecken auch Holzpfeile drin. Können die ja nachher nochmal teilen. So, wir haben ein Bett. Das ist schon mal sehr nice. Das ist doch hier, der See. Das ist doch das von dem einen Abend, oder? Ja. Und die Gronk sein See. Oh, Besuch. Tschüss. Was ist Besuch? Wo ist Besuch? Abgeschüttelt. So. Wir haben die Töpfe und wir haben vier Rehfälle. Wollen wir... Nicht einfach mal einen taktischen Reh... Da ist noch ein Reh. Ja. Aber dem jetzt hinterher zu jagen... Wo ist denn jetzt unser Zuhause? Ah, na guck mal. Ab. Sehr schön. Ich hab's abgestorben. Da ist noch eins. Hab's. Kannst du doch tragen? Nee. Bin schon lange voll. So, wie viele Rehfälle hast du? Ich habe, Moment. Das sieht ja. Das findet man ja so super. Wo ist denn das Zeug? Rechts unterm Fleisch. Rehfell, eins. Eins. Haben wir sechs. Also zwei noch, dann könnten wir zwei Betten bauen. Aber die finden wir vielleicht noch auf dem Weg nach Hause. Was mich gerade nur stört, wieso wird unser. Ach doch, da. Wird das ist. Die, ja, mit dem Hammer, das ist unser Zuhause. Latschen wir da mal auf dem direkten Wege hin. Nicht, dass wir noch hops gehen oder sowas, Alter. Hier ist noch ein Reh. Kriegst es? Sag Bescheid, wenn es in meine Richtung läuft. Wo ist es hin? Weg. Das Problem kenne ich. Die spawnen einfach weg. Da unten. Siehst du's? Am Ufer vom See. Nee. Genau vor dir. Gib ihm. Treffer. War so knapp, Alter. Das ist eine Treibjagd. Aber richtig, ey. So. Dann brauchen wir jetzt noch eins. Das kriegen wir bestimmt auch noch auf dem Weg nach Hause. Reh. Wo? Oh. Er läuft wieder ganz zurück. Ich lauf den Viech nach. Das ist weg. Hier steht noch eins. Das kannst du anstechen. Glaubst du, das bleibt stehen? Nein. Ja, normalerweise bleiben die sonst stehen. Also man muss, glaube ich, seitlich oder davor stehen. Dann bleiben die stehen anscheinend. Ich glaube, das sind Rampenboree. Die stehen auf sowas. Ja, ich würde sagen, wir laufen jetzt nebeneinander her. Wenn wir einen sehen, müssen wir gucken. Einer links, einer rechts. Und dann
Liegt hier nicht? Nee, das war kein Refill. Hier, vor mir. Da steht eins. Kommt sie dir? Alter Schwede. Naja. Vor mir ist Hier, pass auf, links von dir, links von dir, links von dir. Treffer, hab's. Heute. Heute ist. Hier steht noch eins. Das läuft direkt weg. Arschgesicht. Bis wir wieder hier sind, haben die sich wieder Ja, auf jeden regeneriert. Fall. Ach, hier ist auch das kleine Loch. Da steht noch eins. Siehst du es? Ja. Treffer. Oh. Macht nichts. Hab ja Schaden aus. Genau wegen sowas. Genau wie. Ja, das lässt sich zwischendurch einfach nicht vermeiden, ne? Man ist jetzt ja auch Das kein Pro und kleine weiß, Loch. wann triggert man was, wann nicht. Ja, das kleine Das Loch. ist ein. Das ist gar nicht so klein. Also. Oh, Reh. Ja, läuft schon weg. Das wird wissen, warum. Das kriegt jetzt erstmal einen schönen Sportpfeil. Oder auch nicht. Genau jetzt habe ich keine Ausdauer. Ich auch. Oh, Hasen. Bleib mal stehen. Sie Hasen anhalten. Da ist einer. Treffer. Da Daneben sind ist noch Reh. welche. Reh hinter dem Baum links. Jetzt wollen mich die Hasen aber verarschen. Da ist so einer. Warte, warte, bleib stehen. Shit. Egal. Reh, Reh, Reh. Ha Hasenfell können wir nun auch gebrauchen. Das Reh ist im Wasser. Ja, das haut ab. Das lasse ich mal lieber. Gut. Wir haben genug zu essen auf jeden Fall. Wir müssen da lang, gell? Ja. Ja, irgendwie um dieses kleine Löchlein rum. Oh, ich glaube, wir sind gar nicht so weit weg gewesen. Na doch, ein ganzes schönes Stück. Wollen wir eben mal ein kleines Feuer machen? Was essen und trinken? Können wir machen. Hase voraus. Ja, habe ich gesehen. Ah, nicht kombinieren, ausrüsten. Jetzt ist er wahrscheinlich wieder weg. Nein, ist er noch nicht. Nein, ist noch da. Bleib stehen. So, da. Zack, Treffer. Perfekt. Hört sich doch richtig gut an. So. Dann. Ich habe offenbar massig Fleisch. Soll ich was draufhauen? Aber du hast auch massig Fleisch, ne? Das Feuer geht nicht, weil es im Wasser steht. Super. Ich baue hier eins. Das. Ah, das geht an. Sieht ein bisschen komisch aus, aber was soll's. So, dann Topf ausrüsten. Ein Stückchen Wasser nehmen hier. Wasser, 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 Da Wasser. über der gelben Placke oder Markierung. Das Licht sieht voll geil aus. Cool aus. Ich kriege hier kein Wasser. Warum kriege ich hier kein Wasser? Oh, Essen ist fertig.
Ja, sagen wir, das Meerwasser ist, dass wir das nicht trinken können. Ich glaube sogar auch. Na gut. Dann muss ich mich mit Soda zufrieden geben. Ja, funktioniert. Dann trinken wir hier mal einen schönen Soda. Jetzt habe ich so einen komischen Hasen durch unser Feuer gejagt. Glaubst du, der brennt? Nö. Nee. Früher war das noch so. Hier, da liegt noch was zu essen, ne? Willst du noch? Ja. Oh, Hase. Ja, perfekt, alles voll wieder. Ich habe auch noch jede Menge zu essen. Ich habe noch Oh, zwei dreckiger Fische. Misthase. Ich habe vier Fleisch. Ich habe. Den haben wir. Das, was ich jetzt rausgelegt habe, kannst du nicht essen, ist verdorben. Ja, alles klar. Er schlägt hier Haken um mich herum, ne? Meine Fresse, glaubst du, ich finde jetzt habe ich einen Funk getroffen. Nächsten Hasen. Okay, im Moment schlachten wir halt ausreichend Tiere, obwohl wir die gar nicht halt zum Essen brauchen, aber halt die Felle und so. Aber ich glaube, das reicht dann jetzt auch erstmal. So, jetzt irgendwie nach Hause finden auf jeden Fall noch. Direkt vor dir. Ja, wie weit ist es nur, ist die Frage. Dir ist kalt und du bist nass. Bau ein Ja. Feuer, um dich zu wärmen. Ja, zu Hause. Vorher nicht. Das müssten wir wohl locker bis dahin schaffen. Vor allem, ich verstehe nicht, wenn man die ganze Zeit rennt, dürfte das ja eigentlich nicht passieren. Irgendwas höre ich hier. Ich weiß noch nicht, was es ist. Zu Jetzt Hause. richtig. Oh, mir schnell so ein Feuer. Hab's, geh ich hab's. So, ich bin home, auf jeden Fall. Ja, ich musste mir ein Feuer holen Ja. machen. Sonst wäre das schief gegangen. So, gucken wir mal, kann ich ein bisschen Fleisch aufhängen? Ja, Ja, kann bin auf ich. dem Weg. Mehr Fleisch habe ich nicht drauf, korrekt. Essbar. Hängt das Fleisch überhaupt noch vom letzten Mal? Oder haben das diese Leute schon gefordert? Au, mir ist warm. Nee, hängt noch was. Dann hänge ich dann neueres mit dazu. Moment. Ja, jetzt brauchen wir eigentlich auch keine Federn mehr, ne? Egal. So, ja, wenn du soweit bist, ich würde dann hier auch erstmal einen Break machen. Ja. Stell mich mal lieber hier in die Hütte rein. Vielleicht kommen sie hier nicht ran. Ah. Du, das Zeug noch alles bloß hinhängen, was ich habe. Ja. Ich meine, haben wir ja schon ein bisschen was geschafft, ne? Wenn du überlegst, ich habe immer noch Zeug. Ah, jetzt kann ich es. Ja, ein Ich Platz habe ist da noch diese. frei. Jetzt sind zwei frei. Ja. Zack, jetzt habe ich alles in Gang. Perfekt. Gut. Ich habe noch so ein kleines Stück Fleisch in der Hand, aber ich weiß nicht, was ich damit machen soll.
Tipptopp. Ja, cool. War doch cool. Ja, meine Freunde, dann war es das mit der ersten Aufnahme, mit der ersten Aufnahmesession hier im Forest. Ich glaube, wir haben uns doch recht gut geschlagen, oder? Was meinst du? Auf jeden Fall. Ja, ne? Wir leben noch. Genau. Außer dass du einmal down gegangen bist. Aber ja, ich habe eigentlich damit gerechnet, dass es das öfter passiert. Gerade, also es waren doch recht viele auch immer auf dem Haufen eigentlich. Ja. Base angefangen. Mauern stehen bald. Das machen wir beim nächsten Mal auf jeden Fall fertig. Wir haben uns jetzt mit dem Nötigsten versorgt. Wir haben unsere Töpfe. Wir haben Fressen, kriegen wir hier sowieso genug. Also das Wichtigste haben wir auf jeden Fall. Wir wissen, wo Jagdrevier ist. Genau. Und, also, ja, Wildschweine, Krokodile laufen hier auch zuhauf rum. Also, es mangelt uns also erstmal an nichts. Das stimmt. Ja, dann hoffe ich mal, dass es euch bis hierhin gefallen hat. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag und reingehauen.